Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir die große Freude, bei Sound of School aufzutreten mit der Schulband. Und wir spielen hier im Haus der Begegnung im 21. Bezirk. Und es sind viele andere Schulen, die Beiträge auch bringen. Und ich bin überzeugt, unsere Band wird wieder das Beste geben und wird sehr gut ankommen. Viel Spaß. Ja. Heute findet Sound of School statt. Sound of School gibt es seit 2014. Leider die drei letzten Jahre, die Corona-Jahre, gab es keine Musikkonzerte. Jetzt, dieses Jahr, haben wir es wieder gemacht. Es ist eine große Veranstaltung, wo mehrere Kinder aus verschiedenen Schulen teilnehmen. Heute sind bei uns 200 Kinder insgesamt auf der Bühne. Es gibt eine Vielfalt, ein vielfältiges und gutes Programm mit Solisten, mit Bands, mit Chören, mit einer Bläserklasse. Wir versuchen, dieses Konzert zu institutionalisieren, in Zusammenarbeit mit anderen Trägern, damit es weltweit stattfindet, weil wir wissen, dass nur durch Musizieren ein gemeinsames Ziel am besten verfolgt werden kann. Das lernen die Kinder bei uns. Wir haben begonnen mit den Vorbereitungen schon seit Oktober, November. Da findet der erste Kontakt statt. Die Musiklehrer, Musiklehrerinnen entscheiden, ob die Kinder teilnehmen, entscheiden sich für ein Programm, für die Lieder, die sie singen oder spielen werden. Und da wird regelmäßig. Also die Nervosität kann man natürlich nicht ausschalten. Alles ist nervös, wir genauso wie die Kinder. Das ist normal. Aber der Applaus ist für alle sehr gut. Tut sehr gut. Alle Schulen sind ausgehend. Es ist ein Konzert mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Pflichtschulen. Das heißt Volksschulen und Mittelschulen. Es sind nur Pflichtschulen. Ja? Wir sind hier heute bei Sound of School mit den Kids. Bassist, Gitarrist und Drummer. Der Rest der Band ist natürlich auch hier und wir werden heute einen mega Spaß haben, denn die Kinder werden heute Abend ein Konzert haben und da freuen wir uns schon alle sehr, sehr. Ja, also was kann man da noch sagen? Freust du dich, dass du da bist heute? Ja. Habt ihr brav geübt? Okay, also die haben brav geübt und sie sind vorbereitet, ein richtiges Konzert zu geben heute Abend. Wir freuen uns. Hier die Frage. Freust du dich, dass du heute da mitmachen kannst? Hast du auch geübt? War das schwierig? Also habt ihr da viel üben müssen? Nein, also... Also,
Ganz okay. Und habt ihr da, wie viele Lieder habt ihr da? 4 bis 5. 4 bis 5. Okay, Alex. Ich muss dich auch fragen. Üben? Geht's? Es ist schon anstrengend, oder? Mit Gitarre immer ständig. Schon. Aber ihr seid ja eine super Band. Ihr seid schon wie eine Familie. Oder? Das ist cool. Also das freut mich. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Wir sind jetzt dran. Wie ist dir? Fleißig geübt? Ich habe geübt, aber ich weiß es nicht. Er ist der Bassist. Der beste Bassist, den ich kenne. Hat hier gerade ein Konzert mit anderen Schülern und so. Und ja, bisher, ich finde, die Schule von Alex, also seine Gruppe, hat am besten gespielt. Am meisten hat mir gefallen der Sänger, er hat wirklich gut gesungen. Ja, sonst bisher alles gut. Die singen hier jetzt mal weiter und ja, wir sehen weiter. Es waren verschiedene Schulen dabei und ich finde, wir haben sehr gut gespielt. Unsere Band. Also, wie war das Konzert so für euch beide? Es war, ja gut, alles rauslassen können, das war doch ein richtig gutes Gefühl.
Ja, ich habe gesehen, beim Stage war es alles super. Habt alle gemeinsam sehr gut koordiniert und finde, ich habe keinen Problem damit gefunden, war super gesungen und alles. Und ja, der Performance war super. Er hat auch sehr gut gesungen. Und die anderen drei Mädels, ich weiß nicht deren Namen. Und so. Und ja, die waren sehr gut alle, ganz ehrlich. Super Show. Ich finde, das war so das Beste, was über ein ganzes Konzert war. Es war super. Und das Gefühl, überhaupt auf der Bühne zu stehen, ist gut. Ja. Wie fühlst du dich, wenn du Musik hörst? Ich fühle mich halt entspannt und frei. Ich muss nicht, weil ich meine Gefühle unterdrücken. Ich habe denen einfach nur gesagt, sie sollen die Musik fühlen und auch Energie rausbringen. Aber auch noch mit der Musik teilweise sagen. Kannst du uns eine A Cappella? Von welchem Lied? Welches Lied ist dir Lieblings, wenn du schläfst, du träumst, wie das Lied kommt? Also, wenn, dann wäre es Uptown Funk. Also eine A Cappella Version. This hit that ice cold, Michelle, fire for the white gold. This one's for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. I got Chuck's song with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too high, cut a police and a fireman, I'm too high. Make a dragon wanna retire, man, I'm too high. The girl say my name, you know who I am, I'm too high. I'm a bad part that was a good time. Ah, that's Wir nähern uns dem Ende. An dieser Stelle möchte ich ein bisschen Werbung für unser diesjähriges Musical machen. Sie haben einen Flyer draußen bekommen. Königin der Einheit.